Es ist wieder genau Zeit für so ein Video. Ich habe dieses Spiel jetzt hergeschenkt, weil es war mein 14. Sieg. Ich habe jetzt 14 Siege geholt. Das war jetzt das letzte Spiel. Habe ich hergeschenkt, weil ich brauche noch für die täglichen Spiele halt ein Spiel. Und jetzt habe ich halt eins so hergeschenkt. Und das wurde. Ich bin unfassbar gespannt, was wir hier ziehen werden in diesem Picks. Und ein chilliger Matthäus hockt auch noch, weil ich den in der Icon SBC gezogen habe. Ihr seht schon, ich habe mit ihm fast 1000 Spiele gemacht damals. Und jetzt ist er absolut nicht mehr spielbar. Gehen wir rein. In den ersten Player-Pick. Die Maria ist nice. Foden ist nice. Foden oder die Maria? Foden. Hey, Foden. Foden nehmen wir mit. So. Dann gehen wir in den Euro-Länder-Dings-Pick. Gehen wir da auch mal eine Special Card? Nein. Von 84 plus mal 3 gibt es nur 3 84er. Im nächsten gibt es immerhin einen 86er. Nehmen wir mit. Und im letzten gibt es auch nur 3 84er. Das ist ja mal absolut bodenlos. Aber egal, wir gucken unseren letzten Pick an. Alter. Die City-Kombi wäre jetzt natürlich nice mit einem Haaland oder so. Aber es wird Lauren James Valverde. Valverde, Lauren James. Ich glaube, ich muss hier mit Valverde gehen. Wir werden mal gucken, was die wert sind. Valverde kostet 430.000. Gut, das ist jetzt natürlich auch nichts mehr. Aber ich glaube, es ist immer noch ein besserer Pick als Lauren James. Ja, die kostet noch 240.000. Ja, natürlich, sie hat geile Playstyles, Doppel 5 und sowas. Aber Valverde ist natürlich schon noch mal Next Level, glaube ich. Valverde ist schon insane stark. Der hat alle möglichen Playstyles, ist richtig, richtig gut defensiv. Und ich denke, er wird es dann werden. Willkommen im Club. Valverde. Ich bin das erste Mal richtig zufrieden mit meinen Picks. What the fuck? So, wir gehen rein in die Packs. Wir haben hier... Wo ist es denn? Oh nein, sag mir bitte nicht, es ist irgendwo am Ende. Moment mal. Bevor es hier weitergeht, möchte ich dich auf diese Statistik hier hinweisen. 73% dieses Kanals sind neue Zuschauer. Also sei auch du einer von der guten Seite von diesen 27% und drücke jetzt auf den Abonnieren-Knopf und wir sehen uns beim Video. Bis dann. Okay, ich glaube, ich werde nicht die Möglichkeit bekommen, diese Packs da zu kriegen. Im Spiel zumindest hier. Wahrscheinlich muss ich das dann über die Web-App machen. Das ist jetzt natürlich belastend. Aber wir können natürlich Trick 17 anwenden. Ja, ich finde sie nicht. Trick 17, let's go. So, 94 plus Ultimate Tots 3 Profis Pack. Ich öffne das jetzt und zeige es hier ins Bild. Achtung, let's go. Was haben wir da? Was ist das? Nochmal. Ernsthaft? Oh nein. Oh. Es ist nochmal Valverde geworden. Wir können ins Spiel reingehen und ich zeige es euch. Ja, wenn wir uns das hier mal angucken. Ich habe noch einen Valverde bekommen. Geil. Und Golovin und Stanway, die gehen alle beide instant ins Icon-Dings wahrscheinlich. Aber das ist jetzt natürlich bitter. Hätte ich jetzt eine Lauren James genommen, hätte ich da noch ein bisschen mehr rausgeholt. Aber so haben wir insgesamt, was kostet Foden? Also mit Valverde haben wir schon mal 400.000 theoretisch gemacht. Und Phil Foden, der kostet auch noch seine 300.000. Also haben wir schon ordentlich was mitgenommen. Ich bin tatsächlich erstmals wirklich sehr zufrieden mit den Picks. Seit zuletzt, Mann. Ja gut, Liga, aber davor hat Bundesliga mit Davies. Und mit diesem Team sind wir reingegangen. Größtenteils. Ich habe teilweise mal durchgewechselt. Renato Sanchez war drin statt Petit und Barcola war natürlich auch nicht die ganze Zeit drin, sondern da war Dybala, die Evo von ihm. José Lu war natürlich drin für einen Drogba und Kane war statt, ich weiß nicht mehr, statt irgendjemandem von denen war Kane drin. Aber mit dem Team habe ich es jetzt beendet, so die letzten 10 Spiele war dann so mit dieser Mannschaft. Und ich muss sagen, weiterhin Davies, klare 1-. Ich finde Hernandez noch mal einen Tick besser, aber Davies ist halt einfach auch geil. Bissek ist geil, Bissek und Marquinhos. Marquinhos war manchmal ein bisschen komisch. Der hatte manchmal so Animationen drin, wo er den Ball dann wieder weggestochert bekommen hat und einfach, ja, ich habe teilweise richtig dumme Tore bekommen, wo ich mir dachte, das darf nicht wahr sein. Dann mein Rechtsverteidiger habe ich mir hier Kyle Walker ziehen lassen. Hat jetzt eben 13 Spiele gemacht. Bei Vorlagen ist solide, ist okay, ist gut, ist nichts krass Besonderes.
Er hat halt leider keinen Flankentrack, den hat er, glaube ich, nur in Silber. Genau. Und eben Abdrängen plus ist, ja, okay, Grätsche ist wasted. Raserei ist ganz nice, ja, Antizipation ist auch nice. Abfangen wäre noch gut gewesen. Und die Batterie. Also er hat sehr, 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 sehr solide Trades. Ich finde ihn für die Innenverteidigung nicht geeignet, glaube ich. Dafür fehlt mir ein bisschen was. Also dafür hat er einfach die falschen Playstyles. Und als Rechtsverteidiger hat er eine solide Arbeit geleistet. Michael Ballack, den habe ich mir gekauft. 400.000 hat er gekostet. Kostet er jetzt, glaube ich, nicht mehr. Der hat mir richtig gut gefallen. Als offensiver ZM mit R1-Dribbling, mit Dreieckspässen und dazu halt noch den First Touch Plus. Absolut überragend. Er hat einfach auch diese Präsenz. Er gefällt mir richtig, richtig gut. Also Noten habe ich vergessen. Also Bissek 1, Marquinhos 2 minus, hätte ich jetzt gesagt. Walker eine solide 2. Und Ballack würde ich auch eine 2 geben. Er hatte manchmal so Momente, wo ich dachte, aber so insgesamt schon sehr, sehr gut seine Arbeit gemacht. Dann von ihm, ihn habe ich auch gezogen mit Walker, von ihm war ich so ein bisschen enttäuscht. Petit sieht auf den ersten Blick wie eine geistgestörte Karte aus, hat super geile Playstyles mit dem Waschbär, oder was heißt super geil, er hat defensiv alle bis auf Kante, dann den weiten Pass plus, einen entscheidenden Pass, angeschnittener Schuss, Powershot, Batterie, er hat richtig, richtig gute Playstyles, aber man merkt bei ihm 87 Dribbling. Beweglichkeit, Balance merkt man bei ihm einfach. Ich glaube, bei ihm werde ich dann nicht mehr mit Anker gehen, sondern mit Engine oder so. Einfach um ihn beweglicher zu machen, weil er fühlt sich manchmal unfassbar unbeweglich an. Das hat man einfach gemerkt. Das war irgendwie, irgendwie komisch und das hat mir dann nicht so gut gefallen. Deswegen vielleicht eine 3 plus. Er war solide defensiv, aber auch nicht Weltklasse. 3 plus ist okay. Kane war der andere ZM oder Stürmer oder linker Flügel, je nachdem, wie ich ihn einsetzen wollte. Er hat auf jeden Fall geliefert, hat ordentlich rasiert, 22 Spiele gemacht, 12 Tore, 8 Vorlagen. Ist ein absolutes Monster, den kann man überall einsetzen. Der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich denke sogar, statt Petit werde ich jetzt Valverde versuchen einzubauen irgendwie. Mal gucken. Auf jeden Fall, Kane von mir eine 2 plus, hat seine Sache richtig stark gemacht, hatte manchmal so Momente, wo er ein bisschen behäbig war, ein bisschen nicht hinterher kam, ein bisschen schwerfällig alles war, aber ansonsten richtig, richtig gut gearbeitet. Mbappé ist Mbappé, der hat viele, viele Dinger liegen lassen, sein linker Fuß ist gefühlt wie dann 2 Sterne linker Fuß, aber an sich natürlich eine absolute Waffe, ein absoluter Cheatcode. Barcola, den habt ihr im Review gesehen, 13 Spiele gemacht, 7 in den Torbeteiligungen und ja, ist solide. Er braucht Upgrades, er braucht auf jeden Fall Upgrades, aber Stand jetzt ist es eine Karte, die auf jeden Fall Bock macht, die Potenzial hat und die auf jeden Fall ihren Platz in diesem Team so verdient hat. Und er hier ist mit Abstand der beste Stürmer im Spiel. Er ist mit 24 Spielen mit 27 Toren und 17 Vorlagen nach Hause gegangen. Drogba, der absolut beste Stürmer in diesem Spiel. Ich liebe den Rucksack der Woche und wahrscheinlich auch noch Rucksack bis zum Ende des Spiels. Ich verabschiede mich. Bis dann und tschüss.